For goodness sake. Zu Land oder im Wasser? Nichts schien in den 60er Jahren unmöglich. Die Kreativität im Automobilbau schien nahezu grenzenlos. Heute, 50 Jahre später, ist die Vielfalt an kreativen Ideen noch immer unerschöpflich. Aber die technologischen Möglichkeiten haben eine ganz andere Dimension angenommen. Dabei ist es den Modellen, die uns oft über Generationen begleiten, nicht immer anzusehen, wo genau der technologische Fortschritt steckt. Ich glaube, dass sich die Autos immer technisch auch verändern. Natürlich, Technik und alles verändert sich massiv. Optisch vielleicht nicht so große Änderung, aber technisch gesehen schon eine Weiterentwicklung. Man sieht das vor allem, dass sie immer schwerer werden. Das hat das mit der Sicherheitstechnik zu tun. Also ich fahre selber einen Wagen aus die von 1990. Wenn ich einen Crash habe mit dem, weiß ich, dass es ganz anders ausschauen wird als mit einem modernen Auto. Also passieren die wahren technologischen Fortschritte, oft für den Fahrer unsichtbar, im Inneren der Fahrzeuge. Autofokus riskiert einen Blick in die Labors der Autohersteller und entdeckt, dass die Zukunft schon näher ist, als man vielleicht glaubt. Das Fahrzeuggewicht steht zurzeit im Mittelpunkt der Entwicklungen der Hersteller. Im Grunde will man die Autos leichter und die Fahrgastzelle sicherer machen, ohne dabei aber natürlich auf die neuesten Komfortelemente verzichten zu müssen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Alfa Romeo 4C. Neben dem Design, das sich klar an den Linien der klassischen italienischen Sportwagen orientiert, präsentiert sich hier Leichtbau in Reinkultur. 241 PS stehen rund 900 Kilo gegenüber. Modernste Werkstoffe wie Carbon oder Aluminium, die spielen hier den Konstrukteuren in die Hände. Denn Gewichtsreduktion muss nicht immer nur einen verbrauchsorientierten Zweck haben. Weniger ist in dem Fall mehr. Bremsen, Beschleunigen, das Kurvenfahrverhalten, die gesamte Fahrdynamik wird verbessert und sorgt so für jede Menge Fahrspaß. Möglich machen diese Gewichtseinsparungen neue und hochsteife Werkstoffe, wie beispielsweise Carbon oder Aluminium. Noch sind diese recht teuer und aufwendig zu produzieren, aber durch den Einsatz in volumenstarken Segmenten wird dieser Technologieschub in ein paar Jahren auch bei Klein- und Kompaktwagen zu finden sein. Ähnlich verhält es sich bei der Lichttechnologie, die sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt hat. Von der simplen Halogenleuchte über in den Kurven mitlenkendes Xenonlicht bis hin zur jüngsten Entwicklung, dem LED-Licht. Licht ist ja eines der Kernthemen der Fahrsicherheit. Aufgrund der eingeschränkten Lichtverhältnisse sind Nachtfahrten nicht jedermanns Sache. Und hier sorgen nun die Lichttechniker mit neuesten Entwicklungen für Abhilfe. Der erste Quantensprung, das war ja schon der Schritt vom Halogenscheinwerfer zum Xenonlicht. Und nun findet in der Oberklasse bereits der nächste Technologieschub statt, das Voll-LED-Licht. Nicht nur die enorme Lichtqualität machen die LED-Technik so überzeugend, sondern auch, dass die Scheinwerfer sozusagen selbstdenkend agieren. Soll all das Licht nicht reichen, kann man bei Mercedes das Nachtsichtgerät aktivieren. Straße, Menschen und Tiere werden so mit Hilfe von Wärmebildkameras erkannt und eingespielt. Ganz neue Möglichkeiten gibt es aber auch für bereits vorhandene Technologien, wie zum Beispiel den Sicherheitsgurt, in dem nun ein Airbag schlummert. Die Idee hinter diesem Airbag für den Gurt ist, dass sich die Last, die Sie im Frontalaufprall haben auf der Brust, dass sich das auf eine viel breitere Fläche verteilt. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Rippenverletzung erleiden in einem Frontalcrash, erheblich reduziert. Auch beim Thema Bedienung im Fahrzeug stehen die Autohersteller derzeit an der Schwelle zur reinen Sprachsteuerung. Knöpfe drücken und Schalter drehen war gestern. Sync ist das neue Ford-Kommunikationssystem, was es mir ermöglicht, meine mobilen Geräte und meine mobilen Inhalte mit ins Auto zu bringen und die dort einfach und sicher zu nutzen. Wenn ich zum Beispiel meinen Medienplayer im Auto nutzen möchte, möchte ich ja nicht das Gerät bedienen oder durch lange Listen durchsuchen. Benutze ich einfach die Sprachsteuerung von Sync. Zum Beispiel kann ich sagen, Künstler Codeplay abspielen. Damit kann sich der Fahrer auf das Wesentliche konzentrieren und die Vielzahl an Möglichkeiten auch sicher nutzen. Aber die Forschung geht auch bei der aktiven Fahrsicherheit einen Schritt weiter. Was wir heute demonstrieren, wir ergänzen zusätzliche Intelligenz, Stauassistenz. Der Fahrer kann es mit einem Knopf aktivieren. Er braucht nicht mehr die Hände ans Lenkrad machen, die Füße braucht er nicht mehr an die Pedalerie und das Fahrzeug folgt dem Fahrzeug, was vor ihm fährt. In der Endausbaustufe dieses Forschungsprojektes wird es dann vielleicht einmal möglich sein, auf der Fahrt ins Büro Zeitung zu lesen oder einen Kaffee zu trinken. Entspanntes Ankommen ist dann wohl garantiert.